Die Installation hier in der Hochschule für Musik und Theater stellt im Zusammenhang mit den Bildern ein Gesamtkonzept der räumlichen Neugliederung des gesamten Eingangsbereichs dar. Es handelt sich um eine Serie, die speziell für diesen geschichtlichen Bau, insbesondere seiner Proportionen, geschaffen wurde. In dieser Neugliederung wird das gedankliche Anliegen von Frau Hollenstein zu diesem Bauwerk transportiert. Es ist dieser sehr dominante Eingangs- und Treppenraum ein herrschaftlicher Raum, auf den die Künstlerin mit ihrer Installation deutlich sichtbar Bezug nimmt. Die Künstlerin Marianne Hollenstein möchte dabei nicht harmonisierend auf den Raum eingehen, den Raum nicht illustrieren, ihn nicht aufwerten. Nein, sie möchte diesen lastentragenden, senkrechten Stützen ihre Arbeit entgegenstellen. Und auch die Installation mit den geweißelten Papierbahnen befriedigen nicht den Wunsch nach einer Raumdekoration. Ich habe das Angebot gekriegt, hier auszustellen. Da ging es einfach um Malerei. Und da habe ich gedacht, das ist mir einfach zu wenig. Da muss ich irgendwie mit diesem Raum hier, der wahnsinnig monumental ist, umgehen. Sonst werden meine Bilder nie zur Geltung kommen. Und da habe ich mich dann damit auseinandergesetzt, wie ich mit dem Raum umgehen kann, wie der auf mich wirkt und was ich dann selber ausdrücken will hier drin. Und dann hatte ich einfach das Gefühl, dass ich mit einem Material diese Tiefenwirkung, die ich auf einem Bild erzeugen will, schaffe. So habe ich dieses Zeitungspapier genommen. Und so ist dann eigentlich ein Bild entstanden, dann das nächste. Und dann passieren da einfach verschiedene Inspirationen durch Farben, durch andere Materialien. Und dann sind die Papierbahnen entstanden. Das hat sich dann einfach so gefügt. Gerade der Gegensatz zum Marmor ist jetzt bei diesen Papierbahnen extrem, aber es ist natürlich wirklich eine Erfahrung nochmals beim Hängen, dass man sieht, wie sensibel und vergänglich eigentlich so Zeitungspapier ist. Verena Weiß ist eine Freundin von mir und ich habe sie gefragt, ob sie Interesse hätte, eine Performance da mit mir zusammen zu gestalten. Und somit ist dann eigentlich dieser Boden entstanden mit diesem Zeitungspapier, wo sie jetzt heute drunter gelegen ist und sich dann so langsam da rauswindet und am Schluss ist eigentlich dann dieses Papier weg und sie steht da.